Guten Morgen. Einige von uns kennen dieses Leid selber. Viele sehen das an anderen, aber wir alle wissen, dass es die Menschen gibt und oftmals sind wir selber die Menschen. Die Menschen, die sich von etwas begeistern lassen, indem sie zum Beispiel hören, nächsten Monat ist die und die Veranstaltung oder das und das Event kommt jetzt bald auf uns zu oder am Wochenende ist ein total schönes Treffen mit Freunden, kommst du auch? Und diese erste Begeisterung und dieses erste Gefühl dafür, dass man sagt, ja, da möchte ich dabei sein, das möchte ich tun. Oder selbst sowas wie eine Ernährungsumstellung, ich möchte mich endlich vegan ernähren oder rohköstlich oder was auch immer. Und das Gefühl kennt jeder, diese erste Begeisterung, wenn man etwas hört, dass man das umsetzen will, dass man da hingehen möchte. Und dann kennen wir auch das Gefühl, dass wir dann doch nicht hingehen oder dass wir es doch nicht umsetzen. Dass wir das an uns vorbeifließen lassen, wie zum Beispiel so ein schönes Ereignis, ein Rohkost-Potluck zum Beispiel, zu dem wir schon immer mal hingehen wollten. Es geht vorbei und man sieht wieder das Video bei YouTube und sagt, ich wäre gerne dabei gewesen oder ich wollte ja eigentlich hingehen. Oder ein schönes Konzert oder Hat Rainbow. Oder die Ernährungsumstellung. Mensch, es wird langsam Zeit. Ich wollte eigentlich schon dieses Jahr dann anfangen oder letzte Woche. Und dann hat man es doch nicht getan. Ich glaube, das kennen wir fast alle, oder? Oder zumindest kennen wir Menschen, die so sind. Die zu jedem Event sagen, ja, ja, komm ich vorbei. Alles klar. Bei Facebook. Ich bin interessiert. Oder Zusage. Aber diese Menschen sind nie gesehen. Weil sie dann immer wieder, weil irgendwas dazwischen kommt. Ne? Und was kommt denn da eigentlich dazwischen? Warum geht man die Dinge nicht an? Der erste Impuls, wenn wir so etwas hören, ein schönes Event ansteht und wir wollen daran teilnehmen, wir wollen endlich daran teilnehmen oder erstmalig daran teilnehmen, weil das ein einzigartiges Event ist, auf die Ernährung umstellen. Wenn wir das hören, ist eine Begeisterung da, das kommt aus uns raus, aus unserem Körper, das ist das Leben. Wir spüren, ja, das ist das Richtige für uns. Da möchte ich dabei sein. Das will ich. Ja, das kommt aus dem Herzen. Das kommt aus dem Bauch. Das ist der erste Impuls. Ja. Und dann kommt irgendwann der Verstand. Wir denken darüber nach. Wir denken darüber, wie wir aus unserer Komfortzone raus müssen. Welches Ticket wir bestellen müssen, was das Ticket kostet, was wir eigentlich in der Zeit tun müssten. Und dann rattert das. Und dann rattert das ein wenig und vielleicht findet man Lösungsansätze, vielleicht findet man keine Lösungsansätze. Meistens ist es so, es rattert nur und man kommt nicht zu einer Entscheidung. Wie man eine Entscheidung bestmöglich schnell findet, dazu habe ich schon ein Video gemacht, eines meiner ersten Videos, Entscheidungsfindung. Aber es kommt meist bei den Menschen gar nicht dazu, eine Entscheidung zu treffen, sondern man bleibt in seiner Komfortzone. Der Verstand hat angefangen zu rattern, hat Probleme aufgeworfen, damit die erste Begeisterung egalisiert und man ist wieder in diesem Strom drin. Strom des Alltags, der Unbewusstheit. Und man geht dann eben nicht zu dem Event. Man hat dann vielleicht drüber nachgedacht, aber irgendwie hat sich das dann eben nicht ergeben. Und dann, wenn man nachgefragt wird, hey, warum warst du nicht da? Ja, es war, da war ein Freund und ich habe einen Hund nicht abgeben können und also ging es nicht so gut und eigentlich wollte ich, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. Oder irgendwie so etwas. Und ja, der Mensch vergibt sich etwas. Der vergibt sich eine Chance. Zum einen natürlich ein tolles Event zu erleben oder die Ernährung endlich umgestellt zu haben und damit Freude ausgelöst durch eben den Impuls der Intuition dann wirklich nachgegangen zu sein oder ausgelöst zu haben. Und zum anderen vergibt er sich die Chance, dass dadurch, dass man aus seiner Komfortzone herausgetreten ist, dass man eben diese Probleme, die es dann zu bewältigen gibt, gelöst hat, indem man wirklich tatsächlich eine Fahrkarte gekauft hat oder indem man tatsächlich mal den Hund jemandem gegeben hat, wo man vielleicht nicht so ganz so ein gutes Gefühl hat, aber wo man einfach gesagt hat, okay, oder den Hund einfach mitgenommen hat, wenn es denn möglich ist, oder eben die Ernährung einfach mal umgestellt hat und ja, man nicht darauf geachtet hat, was
das böse Teufelchen auf der rechten Schulter gesagt hat, dass man dadurch durch diesen Heraustritt aus der Komfortzone ein neurologisches Netz geschaffen hat. Ein Vertrauen in sich selbst. Ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen, einfach mal zu so einem Event hinzugehen. Scheiß auf meine Angst vor Menschen, also Soziopathen. Scheiß drauf. Ich bin einfach mal hingegangen. Ja? Scheiß drauf, dass das Geld gekostet hat. Da esse ich mal 2 Tage nichts. Da fast ich mal. Wollte ich sowieso mal ausprobieren. Da habe ich gleich noch eine Komfortzone überschritten. Ja? Das ist die Chance, wenn man da rausgeht. Wenn man einfach mal was macht, wo das Herz sagt, ja, ich mach das. Und ich hoffe von Herzen, dass wir alle uns im Laufe des Lebens dieser Sachen bewusst sind. Dieser ganzen Komfortzone, die wir aufgebaut sind. Und dass wir uns auch der Entfremdung unserer Natürlichkeit, unserer Lebensfreude auch bewusst sind. Schaut euch die Kinder an. Schaut euch die Kinder an. Wie begeisterungsfähig die Kinder sind. Schaut euch die Erwachsenen an. Wie begeisterungsfähig die Erwachsenen sind. Bildet da mal eine gute Mitte. Warum sind Kinder begeisterungsfähiger als Erwachsene? Das ist was Positives, begeisterungsfähiger zu sein. Warum? Erwachsene haben doch viel mehr Erfahrung im Leben. Die müssen doch wissen, was ihnen gut tut. Ist aber nicht so. Weil die eben unbewusst leben. Weil die eben das nicht erkennen. Und daher gibt es auch dieses Video, daher gibt es diesen Kanal. Bewusst leben, besser leben durch Reflektieren des eigenen Lebens. Es ist offensichtlich. Begeisterungsfähigkeit, Freude. Das ist etwas Positives. Ne? Und Erwachsene müssen irgendwas falsch machen. Sonst werden sie noch begeisterungsfähig wie Kinder. Natürlich gibt es begeisterungsfähige Erwachsene. Ne? Und es gibt auch traurige Kinder. Aber wir gehen einfach in der Mitte aus. Ne? Geht aus diesen Kreisläufen raus. Geht einfach mal raus. Ihr müsst da nicht drüber nachdenken. Wenn euer Herz, eure Intuition sagt, hey, ich möchte mal die Ernährung umstellen, ich möchte mal zu einem Event gehen, ich möchte dieses Konzert besuchen, Freunde haben sich verabredet und ich habe gesagt, vielleicht komme ich vorbei. Ich gehe einfach mal hin, auch wenn ich an dem Punkt, an dem Tag mich irgendwie nicht gut fühle. Ne? Das ist einfach dieser Austritt aus der Komfortzone ist. Ne? Macht es einfach. Den ersten Impuls folgen. Wirklich den ersten Impuls auch wertschätzen. Oftmals ist der erste Impuls das Richtige. Es gibt nur ein kleines Aber, geht es um Konditionierung, das ist oft was konditioniert ist, der erste Impuls. Aber da möchte ich heute gar nicht mehr so sehr in die Tiefe gehen. Ich möchte heute gerne versuchen, einfach die Grundmessage, dieses mal auch auf sein Herz zu hören, auf diesen ersten begeisterten Impuls zu hören, dem Rechnung tragen. Und damit eben auch der grundsätzlichen Annahme von mir, dass der Körper oder dass die Natur immer daran bestrebt ist, in den Fluss zu kommen, in ihre eigene Dynamik. Also die Natur, die Kreisläufe der Natur, die sind ja so gestaltet, dass die Natur sich immer wieder regeneriert. Es gibt immer wieder dass die Phase des Wachstums und ja, die, also zuerst beim Menschen die Geburt, dann der Wachstum, dann der Tod, und dann die Erneuerung, Transformation und dann geht's wieder los. Und die gibt's ja überall, ne? Angefangen von uns Menschen bis halt hin wirklich bis zum Universum, wo ja, Sterne entstehen und Sterne sozusagen auch wieder vergehen. Ne? Selbst die Sonne wird irgendwann verglühen. Und das macht die Natur alles automatisch. Die Natur ist immer, die ist perfekt, die strebt immer automatisch. Danach wieder alles ja, konform zu machen. Sie macht auch alles konform. Und ihr könnt das unterstützen, indem ihr einfach diesen natürlichen Instinkt eures Körpers zu sagen, ja, ich mach da mal mit, ich will das, indem ihr dem einfach, ja, indem ihr den auch mal Folge leistet. Indem ihr das einfach tut. Und das Künstliche, dieser Verstand, der halt von uns Menschen ganz, ganz penetrant bearbeitet wird, durch Zwang, durch Zwangshandlungen, durch Zwangserziehung,
durch Regeln, die wir festlegen, wieder der Natur. Es fängt bei einem einfach von normalen Denkprozessen an, geht über die Ernährung bis hin zu moralischen Glaubenssätzen. Ja? Und wirklich einfach mal davon loszukommen und der Natur freien Lauf zu lassen, der Begeisterungsfähigkeit. Umso jünger der Mensch, umso natürlicher scheint der Mensch zu sein. Und wenn Kinder begeisterungsfähig sind, dann scheint Begeisterung etwas Positives, beziehungsweise, Entschuldigung, wollte ich nicht sagen, etwas Natürliches zu sein. Also die Begeisterungsfähigkeit, die scheint etwas Natürliches zu sein, weil Kinder sind begeisterungsfähig, Entdeckerdrang, wollen was Neues machen, gehen Risiken ein. Das scheint was Natürliches zu sein. Also macht das. Probiert es. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.